kennt der Akinator eigentlich alles? Ich werde ihn heute alles ausfragen, Freunde, was ihr euch je vorstellen könnt. Ich frage ihn über andere YouTuber aus, ich frage ihn aus, ob er mich kennt, Poppy Playtime, spezielle Charaktere und Alphabet-Lore und keine Ahnung was. Wir fragen ihn einfach alles. Kann der Akinator alles wissen oder gibt es eine Möglichkeit, ihn auszutricksen? Wir werden uns das anschauen. Like nicht vergessen. Wir gehen rein. Kuss und sehen uns drin. Hallöchen, Akinator. Okay, Leute. Lassen wir das. Akinator, du musst mir heute beantworten, ob du die Rainbow Friends kennst. Und wir fangen mal mit etwas ganz Entspannten an. Ich würde sagen, pass mal auf, wir suchen als erstes nach Spider-Man. Akinator, ich mach dich erstmal ein bisschen warm. Let's go, wir gehen rein und wir haben hier die erste Spielethematik. Das ist eine Figur, Leute, Spider-Man. Und jetzt hier die erste Frage, ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein. Nein, Leute, natürlich nicht. Spider-Man ist ein richtig geiler Film. Ist deine Figur älter als 26? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ist Spider-Man älter als 26? Ich glaube, weiß ich nicht. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Nö. Ist deine Figur weiblich? Nö. Also ja, später glaube ich, gibt es sogar, also es gibt mittlerweile schon einen Spider, so eine Spider-Woman, weiß ich mein, glaube ich, ne? Trägt deine Figur Schuhe? Also streng genommen nicht. Hat deine Figur Beine? Ja. Ist deine Figur böse? Nein. Hat deine Figur Kleidung an? Ah, jetzt kommt er auf jeden Fall schon mal auf die Superhelden. Ich würde sagen, ja. Kämpft deine Figur? Definitiv mit das sollte kein Mittelfinger werden. Ich wollte den Spinnnetz machen. Ja. Hat deine Figur etwas mit Anime zu tun? Nö. Ist deine Figur durchs Kino bekannt? Oh yeah, baby. Wird deine Figur als Queen of Rap bezeichnet? Nö. Hat deine Figur etwas mit Marvel zu tun? Ah, Leute, jetzt ist er wirklich ziemlich gut dran. Ja. Streamt deine Figur auf Twitch? Ey, Leute, stellt euch mal vor, Spider-Man auf Twitch am Stream. Also, warte kurz. Ich muss mein Essen holen. Das wäre so witzig. Also, ich würde sagen, nein, natürlich nicht. Führt deine Figur ein Doppelleben? Definitiv. Ist deine Figur grün? Nö. War deine Figur schon mal im Weltall? Nö. Spielt deine Figur beim FC Freiburg? Hä? Was? Nein. Ist deine Figur eine Spinne? Streng genommen ja. Ist deine Figur Rechtshänder? Das weiß ich doch nicht. Er denkt an Spider-Man. Akinator, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das war ja noch easy. Jetzt machen wir mal den nächsten. Also wir tippen natürlich erstmal ja. Es haben schon 371.000 Leute nach Spider-Man gesucht. Jetzt testen wir nochmal was anderes, Leute. Gucken wir einfach mal, ob der Akinator mich findet. Aber unter 20 Fragen, Leute. Na gut, wir machen 25. Aber mehr gibt es wirklich nicht. Wenn der Akinator gut ist, und vor allem, weil ich auch so viele Akinator-Videos schon gebracht habe, würde ich einfach mal sagen, ist das naheliegend, dass der mich relativ schnell kennen sollte. Ich bin jetzt nicht ganz so bekannt, aber ich habe schon viele Akinator-Videos gemacht und dementsprechend sollte er mich kennen. Akinator, hat deine Figur eine Maske? Naja, manchmal, also eher nicht. Also wahrscheinlich nicht, Leute. Ich hatte mal eine Maske, so Koch und so weiter, ne? Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Also Leute, ich trage ein T-Shirt, Headset, Bart und so. Gut, Bart ist keine Kleidung. Nein, natürlich nicht. Besitzt deine Figur eine Maske? Ich würde einfach mal jetzt sagen, nein. Natürlich habe ich welche, aber nein. Besitzt deine Figur übernatürliche Kräfte? Nö. Ist deine Figur eine Zeichentrickfilmfigur? Nö. Ist deine Figur älter als 30? Also Leute, wenn ihr jetzt sagt, ich bin älter als 30, dann knallt! Hashtag 30 in die Kommentare, wer das von euch jetzt gesagt hätte. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich da nur einmal Hashtag 30 lese, ihr kriegt eine Anzeige. Ich zeig euch an. Also 30 Jahre, natürlich nicht. Spielt deine Figur in einer amerikanischen Serie? Nö. Hat deine Figur ein Handy? Natürlich habe ich ein Handy, Leute. Claro. Ja. Spricht deine Figur Deutsch? I don't speak German. My English is not yellow from the egg. Ja, natürlich. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Mhm. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Eher nicht. Spielt deine Figur GTA 5? Ja, ich würde erstmal sagen, eher nicht. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Ja, ich habe schon mal welche gemacht. Ein paar. Wahrscheinlich nicht eher. Hat deine Figur viele Tattoos? Ich habe gar keins, Leute. Hat sie irgendwie noch nie angeboten, nö. Hat deine Figur einen Hund als Haustier? Nein, es ist nicht Monte. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nö. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Auch nicht. Leider nicht, Leute. Abonniert bitte meinen Kanal einfach mal. Deine Figur älter als 18? Ja, das bin ich auf jeden Fall. Spielt deine Figur viel FIFA? Nö. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Jo. Ah, Leute, 5 Fragen hat er noch. Hat deine Figur etwas mit Fortnite zu tun? Nein. Ist deine Figur dick? Ich hasse diese Frage. Leute, sagt ehrlich, guck mal. Bin ich dick? Schreibt es rein. Bin ich dick?
guck mal hier. Ich habe schon ein bisschen Gewicht, aber im Großen und Ganzen, also natürlich kann ich auch so machen. Na, ist klar. Oder so. Das geht ja auch. Na, dann bin ich natürlich dick, aber bin ich dick? Schreibt's gerne mal rein. Weiß ich nicht. Also, schwierig, sag ich mal, ne? Ich sag mal, ich weiß nicht. Zeigt sich deine Figur? Ja. Hat deine Figur einen schwarzen Bart? Oh, Hauer. Ja. Macht deine Figur Horrorvideos? Letzte Frage, Leute. Ey, das kann nicht sein! Alter, der Akinator, er hat es geschafft. 25 Fragen, wie zur Hölle? Hä? Okay? Hä? Alter, das hätte ich, schwöre es euch, Leute, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin ehrlich, das hätte ich nicht erwartet. Hashtag Denome in die Kommentare rein, wenn ihr das nicht geglaubt hättet. Und bei der letzten Frage hat er mich rausgehabt, als würde er mich hören können. Es haben schon 10.000 Mal Leute nach mir gesucht. Ist euer Ernst? Digga, da fange ich fast an zu weinen, ich sag ehrlich. Digga, viel Liebe für euch. Viel Liebe. Kuss. Ist mein Ernst, ich fange wirklich fast an zu weinen. Ich finde das voll schön. Ne, überleg mal, wie viel 10.000 Menschen sind. Alle haben sie nach mir gesucht. Ich sag mal so, ne? Vielen Dank. Kuss, Leute, echt. Jetzt aber zu einem ganz wilden Ding, auf das wir alle warten, denn deswegen seid ihr auch eigentlich hier. Kennt der Typ Rainbow Friends? Ich weiß so nicht, wie wir angehen, weil es gibt ja verschiedene. Ich würde sagen, wir halten uns so ein bisschen am Blue, Orange, Green, ne? Weil das sind so die drei gängigsten. Purple ist dann eher erstmal noch nicht ganz so relevant und Red hat ja auch erst was im Kapitel 2 mit uns am Hut. Also gehen wir mal ganz entspannt rein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nö. Hat deine Figur wirklich existiert? Nö. Trägt deine Figur Männerkleidung? Die tragen, glaube ich, gar nichts. Außer eine Krone. Nö. Ist deine Figur weiblich? Nö. Ist deine Figur... Ja, wobei, das hätte ich nicht ganz sagen können, Leute. Ich weiß ja gar nicht, ob das Mädels oder Jungs sind. Ne? Man weiß es ja nicht. Ist deine Figur ein Tier? Nö. Hat deine Figur Beine? Ja. Ist deine Figur kleiner als du? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Nö. Hat deine Figur Kleidung an? Habe ich doch gerade schon beantwortet. Nö. Ist deine Figur böse? Oh ja. Spielt deine Figur in Stranger Things mit? Nö. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Ist deine Figur blau? Theoretisch schon. Trägt deine Figur etwas auf dem Kopf wie eine Mütze, einen Hut oder eine Krone? Als ob der das... Leute, ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Ja. Trägt deine Figur Schuhe? Jetzt muss ich kurz überlegen. Nö. Hatte deine Figur schon mal... Willst du mich also, Akinator? Hast du einen an der Marmel oder was? Nein! Ist deine Figur haarig? Ja, das ist eine geile Frage jetzt da drauf, ne? Nee, also, was ist denn mit dir los? Guck mal, wie der da am Pfeifen ist. War deine Figur schon mal im Weltall? Weiß ich doch nicht, nee. Besitzt deine Figur eine Maske? Nein. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Nö. Hat deine Figur ein Gehirn? Also gefühlt haben die Dinger gar kein Gehirn. Vor allem der Grüne, er macht immer diesen. Und dann greift er sich random ein. Ich würde mal sagen, nö. Trägt deine Figur einen Baseballschläger? Auch nicht. Hat deine Figur bei Borussia Mönchengladbach gespielt? Nö. Hat deine Figur etwas mit FNAF zu tun? Nö. Ist deine Figur ein Monster? Ja. Er denkt an Rainbow Friend Blue und ich sag mal ja, das ist richtig, er hat ihn gefunden. Und Leute, ist das euer Ernst? 383 Mal wurde das erst gespielt. Ich kann kein Bild hinzufügen, weil das jemand schon gemacht hat. Ich kann aber mal eine Frage hinzufügen, die uns mehr dazu hinbringt. Hat deine Figur etwas mit Regenbogen zu tun? Wir können die Frage hinzufügen. Das machen wir. Ihre Frage. Hat deine Figur etwas mit Regenbogen zu tun? Rainbow Friend Blue? Ja. Daddy Long Legs? Nein. Nein. Daddy Long Legs? Nein. Siren Head auch nicht. Hagiwagi auch nicht. A.O. Oni? Ich weiß auch nicht, wer das ist. Imposter? Nein. Dämon? Nein. Also eigentlich überall nein. Aber Rainbow Friend Blue, da können wir ja machen. Perfekt. Diese Frage haben wir jetzt hinzugefügt, Leute. Dann findet ihr sie easier. Vielleicht, wenn ihr das jetzt halt schon spielt, kann sein, dass sie schon drin ist. Kuss geht raus. So entwickelt man Akinator weiter. Wir gucken mal, dass wir uns ein paar Spielefiguren aus dem Ärmel kitzeln. Wie wäre es denn, wenn wir an Bowser denken? Oh ja, Mann. Bowser von Mario, Leute. Den hier meine ich. Wäre halt, glaube ich, ganz cool, wenn der Akinator weiß, wie wir damit meinen. Das ist der erste Test. Wir fangen an. Also, es handelt sich hier um... Naja, ein Tier oder so, ne? Bowser ist ja irgendwie so ein Schildkrötentier, so. Also, Bowser ist einfach fett, Mann.
Fett und nervig. Ist dein Tier ein Haustier? Nein, Bosa ist kein Haustier. Garantiert nicht. Also es wäre auch komisch. Ist dein Tier ein Jäger, ein Raubtier? Ja, Bosa holt sich die Prinzessin. Ist dein Tier haarig? Boah, ich glaube nicht, dass Bosa Haare hat. Ne? Das ist ja eine Schildkröte. Gibt es dein Tier noch? Also, das weiß ich nicht, Leute. Ne? Bosa, das ist ja immer so eine Sache. Hat dein Tier Beine? Auf jeden Fall. Hat dein Tier Flügel? Oha. Der Aktivator, er ist nicht am Lächeln, Leute. Also, ob mein Tier Flügel hat? Nö, Bosa ist eine Schildkröte. Ist ein Dinosaurier? Ist dein Tier ein Dinosaurier? Ich glaube ja. 7 Fragen, Leute. Ist dein Tier riesig? Also im Vergleich zu Mario auf jeden Fall. Schwimmt dein Tier? Ich glaube nicht. Ist dein Tier eine Kreuzung zweier Arten? Das kann's... Boah, Leute. Ich glaube nicht. Kennt dein Tier jeder? Natürlich, Leute. Jeder kennt ja wohl Bosa. Ist dein Tier ein Mischwesen? Nö. Hat dein Tier spitze Ohren? Boah, ich habe das Bild jetzt eingeblendet, Leute. Nicht, dass ihr denkt, ich habe es jetzt in dem Video auch gesehen. Boah, soweit ich weiß, Leute, hat er keine spitzen Ohren. Ist dein Tier hübsch? Boah, Bosa ist echt fett. Kann ein Tier verschenkt werden? Ja, also ich glaube, es gibt auch ein Bosa-Ding. Kommt dein Tier in Ice Age vor? Nein. Kann ein Tier grün sein? Ja, also nicht komplett grün, das weiß ich nicht. Mein Tier hat auf jeden Fall keine Zebrastreifen, Leute. Ist dein Tier für Kinder geeignet? Leute, Bosa, der alte Kinderseelenesser, natürlich. Wurde dein Tier häufig versteinert? Nee. Ist dein Tier erfunden? Ja. Ist dein Tier neugierig? Ja, weiß ich doch nicht, nee. Ist dein Tier bereits ausgestorben? Ja, also Bosa wurde echt oft verprügelt, aber das weiß ich halt echt nicht. Steht dein Tier auf 2 Beinen? Ja. Hat dein Tier Stacheln? Oha, Leute. Jetzt wird's interessant. Bei Frage 25 kommt der Akinator langsam in die Richtung. Was? Reaper King? Monster groß, schuppig, schießt Stacheln, schießt grünes Feuer, lebt in Höhlen, ist aus dem Spiel. Ach, Survival Evolution! Ich hasse dieses Game! Nein, Akinator, das war falsch. Wir fahren fort. Ist dein Tier farbenprächtig? Ja. Ist dein Tier spinnenartig? Nein. Kann dein Tier Feuer spucken? Oh ja. Hat dein Tier eine sehr große Flügelspannweite? Nee, keine Flügel. Kann man dein Tier essen? Nee, Mann. Setzen Menschen dein Tier oftmals aus? Nee. Ist dein Tier rot? Auch nicht. Ist dein Tier oft feucht? Wie bitte? Hab ich ja eigentlich alles nass gemacht? Mann, ich bin auch so ein Depp, Alter. Warum mache ich das bloß immer? Nein, natürlich. Hier ist alles voller Spucke und Wasser jetzt. Ach, Mando. Nein, natürlich nicht. Aber ich jetzt. Kann ein Tier sprechen? Ja, das weiß ich gar nicht, Leute. Also, in den Videospielen kommt immer Text, aber ich glaube nicht, dass er sprechen kann. Hat ein Tier einen langen Schwanz? Boah, ich würde sagen, ja, vielleicht, oder? Was meint ihr? Kann sich dein Tier verwandeln? Nö. Kann ein Tier Menschen töten? Ja. Sondern dein Tier ein Sekret ab? Nein. Hat dein Tier eine harte Schale? Ja. Kann dein Tier bei einem Menschen schlafen? Das weiß ich nicht. Ob mein Tier Federn hat? Nein. Kann dein Tier die Form verändern? Boah, Leute, kann der die Form verändern? Da bin ich aber auch schon ein bisschen raus. Ich glaube nicht. Rodon von Pokémon? Das ist doch dieses, rote Pokémon da, oder was? Nein! Och Mensch, Akinator, jetzt hau doch mal hin, oder was? Hat dein Tier eine Schale Panzer? Jetzt kommt er drauf, Leute. Safe. Hat dein Tier Hörner? Jawoll! Und es ist, naja, Bosa Junior. Ich lasse es gelten, okay? Ich lasse es gelten. Bosa Junior ist okay, aber ich finde irgendwie, dass der Akinator hier richtig reingeschissen hat. Junge, du hast das erst beim dritten Versuch gemacht, jetzt tu mal nicht so. Ah ja, jetzt mach dir hier richtig ein auf, Babbo. So. Ne, Lappen. Gut, Leute, nachdem wir uns mit Bosa hier angefreundet haben, machen wir jetzt eine Runde Numero Dos und jetzt geht's um Poppy Playtime. Ich versuche mal, alle Figuren von Poppy Playtime mit einzubeziehen und bin sehr gespannt, ob wir vielleicht die Puppe, Huggy Wuggy, Kissy Missy oder vielleicht sogar den Dino kriegen. Aber ich glaube, der Dino ist zu unbekannt. Gehen wir also mal auf Spielen und wählen die Thematik aus. Wir machen jetzt eine... Wir sagen mal, wir gehen an die Puppe, Leute. Wir werden jetzt die Puppe freischalten sozusagen. Also machen wir mal die Figur. Ist deine Figur weiblich? Ja. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Spielt deine Figur in einer Serie? Würde ich sagen, nicht, Leute. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Das ist richtig.
dich? Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Nee. Spielt deine Figur in einem Vampirfilm mit? Nein, natürlich nicht, Leute. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja, Poppy Playtime. Ist deine Figur eine Großmutter? Nö, das ist eine Puppe. Ist deine Figur gruselig? Also, ganz ehrlich, Hashtag Grusel in die Kommentare rein, wenn ihr diese Puppe gruselig findet. Sag ich ganz im Ernst. Und bei der Gelegenheit könnt ihr ja auch gerne nochmal reinschreiben, was wir für eine Figur noch suchen sollen. Dann würde ich euch vielleicht sogar mit in ein Video nehmen und das beim Akinator einfach mal ausprobieren. Also schreibt fleißig in die Kommentare, welche Figur wir mal finden sollen. Und dann mache ich das. Also die Figur ist gruselig. Läuft deine Figur barfuß? Die Puppe aus Poppy Playtime läuft nicht barfuß. Wir haben im Video ja gesehen, dass sie Schuhe anhat. Nein. Hat deine Figur ein Fell? Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Netter Versuch, aber nö. Ist deine Figur eine Puppe? Ja. Ist deine Figur rothaarig? Ja. Als ob! Digga, der hat einfach die Puppe gefunden. Ja, moin, Leute. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie viele nach dieser Figur gesucht haben. 369 Mal gespielt und das letzte Mal vor 4 Minuten. Ach du Heiliger. Oha. Wir haben jetzt die Puppe auf jeden Fall gefunden. Jetzt probieren wir First Try nochmal, ob wir Huggy Wuggy oder Kissy Missy finden. Also, wir gehen nochmal rein. Ich bin sehr gespannt. Es geht um eine Figur. Kommt eine Figur aus Brawl Stars? Ist hier direkt die erste Frage. Leute, also was habt ihr denn alle mit Brawl Stars eigentlich? Nee. Hat deine Figur ein Fell? Ja. Ist deine Figur blau? Ja. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nee, Leute. Es ist Huggy Wuggy. Als ob. Einfach gefunden. Yo. Oha. Wie krass ist das denn, Freunde? 1946 Mal gespielt. Und just in der Sekunde, wo ich das hier gezockt habe, wurde die Figur auch schon, also krank. Also richtig krank. Huggy Wuggy hat er auch gefunden. Der Akinator ist gut. Gar nicht schlecht. Dann machen wir jetzt noch einen letzten Try. Wir gehen auf Kissy Missy, Leute. Ist deine Figur weiblich? Ja. Ist deine Figur eine Puppe? Nein. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Nein. Hat deine Figur ein Fell? Ja. Ist deine Figur riesig? Ich würde sagen... Ja. Ist deine Figur gruselig? Auf jeden Fall. Ist deine Figur aus Serbien? Das weiß ich jetzt nicht. Ich sage nö. War deine Figur schon mal in Luxemburg? Auch nicht. Ist deine Figur blau? Nein. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nein. Kissy Missy! Als ob! Ja, moin! Einfach gewusst. Er hat nicht mal gefragt. Pinkes Fell, willst du mich verarschen, Akinator? Woher wusstest du das? Der Typ stellt mir 5 Fragen. Kissy Missy. Ja, da ist ja nicht mal ein Foto drin. Heiliger Al. Nicht schlecht, muss ich schon sagen. Das war auf jeden Fall richtig stark. Und ich denke an so vielleicht Catby oder Candy Cat. Welche, die im Kapitel 1 waren, aber halt relativ erst zum Ende gekommen sind. Also gucken wir mal, ob wir Catby oder Candy Cat rauskriegen. Ich frage ihn jetzt mal. Ist deine Figur weiblich? Ich würde sagen, ja, doch. Catby, Candy Cat, ist die Frage... Wir sagen einfach mal ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Hat deine Figur etwas mit Disney zu tun? Nein. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Auch nicht. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Das ist richtig, Freunde. Trägt deine Figur Kleidung? Also keiner von denen trägt Kleidung, deswegen würde ich mal sagen nein. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Blau zu tun? Jetzt denkt der kleine Aal an Huggy Wuggy, aber... Das kann ja gar nicht sein, weil Huggy Wuggy ist männlich und ich habe gesagt, es handelt sich um eine weibliche Person. Also, nö. Hat deine Figur ein Fell? Das ist jetzt schwierig, Leute. Candy Cat hat ja eigentlich nur so eine nackte Haut und Catby eigentlich auch. Und ich würde sogar sagen, Mami Long Legs auch. Wir machen mal wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur riesig? Also, Mami Long Legs ist halt schon riesig. Sag einfach mal ja. Ist deine Figur weiblich? Es ist Kissy Missy, Leute. Na, er ist jetzt auf Kissy Missy gekommen, okay. Aber Kissy Missy, man weiß ja eigentlich gar nicht, wie groß die ist. Weiß man eigentlich nicht. Ich würde nicht sagen, dass die riesig ist im Vergleich zu Mami Long Legs, aber okay. Wir machen mal nein, Leute. Er kennt Kissy Missy, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir fahren fort. Spielt deine Figur beim SC Freiburg? Hä? Ich hab doch gerade gesagt, Horrorspiel. Weiblich?
Da kann ich noch nicht beim SC Freiburg spielen oder habe ich da was verpasst? Nein, spielt deine Figur bei Riverdale mit? Auch nicht. Spielt deine Figur Minecraft Bed Wars? Nein. Trägt deine Figur Schuhe? Das ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Ich würde mal sagen, nee. Ist deine Figur ein Roboter? Wir sagen einfach mal ja. Ist deine Figur eine Katze? Ja. Trägt deine Figur eine Uniform? Nein. Hat deine Figur eine lila Hautfarbe? Ich weiß nicht, wen er damit meinen könnte. Die Sache ist, dass wir uns auf so viele Personen versteift haben, Freunde, dass ich jetzt so ein bisschen raus bin. Wir können einfach mal ja machen. In diesem Cat von Five Nights at Candy's. Nein. Ist deine Figur Schauspieler oder Schauspielerin? Nö. Ist deine Figur weißhaarig? Nö. Ist deine Figur braun? Nö. Kommt deine Figur in Five Nights at Candy's vor? Nein. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Ja. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Candy Cat und Cat Bee nicht. Und ich glaube auch, Mami Long Legs nicht. Also nö. Hat deine Figur Streifen? Ja, vielleicht in der Unterhose, aber sicherlich nicht so. Obwohl, Candy Cat hat das Ding Streifen? Ja, gute Frage, Leute. Also, das kann ich aktuell noch nicht so ganz sagen. Deswegen denke ich, machen wir mal, ich weiß nicht. Hat deine Figur etwas mit einer Biene zu tun? Cat Bee wäre eine Bienenkatze, ja. Hat deine Figur etwas mit Bienen zu tun? Hast du das nicht eben schon gefragt? Junge, pfeift er da in sein Telefon rein, ne? Der kriegt dir gleich ein Fell von mir. Ja, es ist Cat Bee, Leute. Alter Schwede! Akinator? Nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat Cat Bee erraten. Ich muss schon sagen, das hat ein bisschen gedauert. Kissimissi hat er auch erstmal erraten, aber das war nicht schlecht. Ich sag mal ja und das letzte Mal wurde es gestern gespielt, also es ist schon ein bisschen her. Wir könnten eigentlich mal ein Bild hinzufügen, Leute. Mach ich mal ganz schnell, ne? Auf Ehre. So, Leute, ich habe hier eins gefunden, das ist aber ein bisschen dunkel. Das Ganze muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufhübschen. Ich werde mal hier ganz schnell so ein bisschen gucken, dass wir das ganze Ding ein wenig besser machen. Und vielleicht noch ein bisschen Sättigung rein und dann haben wir hier auch einen richtig guten Ton. Das ist das Ergebnis jetzt und das Bild laden wir jetzt mal in den Akinator einfach hoch. Auf Ehre. Nickname? Denomi, Cat Bee Bild rein und abschicken, Freunde. Let's go. Also alle, die jetzt nach Cat Bee suchen, ihr könnt euch bei mir bedanken, denn Cat Bee wird bald mit Foto hier erscheinen. Also, weiter geht's. Akinator, mein Bester. Bist du bereit für Mami Long Legs? Wenn du wirklich alles weißt, dann musst du das jetzt beantworten. Ist das klar? Also Leute, wir gehen rein. Ist deine Figur weiblich? Ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Das fragt er auch immer direkt am Anfang, weil er genau weiß, die Leute haben Bock auf Poppy Playtime. Ja, natürlich. Hat deine Figur etwas mit Disney zu tun? Genau die Frage wie vorhin? Nein. Auch nicht mit Five Nights at Freddy's, aber kommt aus einem Videospiel. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Blau zu tun? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur ein Fell? Auch nicht. Ist deine Figur ein Roboter? Das ist immer ein bisschen schwierig, Leute, weil bei Robotern, da denkt der Akinator wahrscheinlich immer gleich an Five Nights at Freddy's. Das Ding ist halt einfach, dass wir ja auch nicht wissen, wie Mami Long Legs im Prinzip, also ob das ein Roboter ist oder nicht, also es ist schon eine Spinne. Ich sag mal eher wahrscheinlich nicht. Spricht deine Figur mit einem Dialekt? Also, so wie ich das gehört habe, frisst die Figur, aber spricht nicht. Bist du oft zu Besuch bei deiner Figur? Oh, wenn ich da oft zu Besuch wäre, ja, dann wäre ja Feierabend mit meinem Leben. Nein! Wohnt deine Figur auf Mallorca? Das weiß man nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Ja, wie eine Spinne. Arbeitet deine Figur mit Photoshop? Ja, also meine Figur, Leute, arbeitet natürlich mit Photoshop. Wer hat den Witz verstanden? Ach komm schon, Bros. Lass mich nicht hängen. Hatte deine Figur schon einige Probleme mit dem Gesetz? Also, die Spinne, ja? Mami Long Legs frisst Huggy Wuggy und Menschen in der Fabrik. Ich glaub schon, dass es da Probleme mit dem Gesetz gibt. Ja. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Nö. Ist deine Figur ein magisches Wesen? Ich glaub nicht. Ist deine Figur eine Katze? Nein. Oha! Er denkt halt auch wieder an Poppy Playtime, Leute. An den Dino, den Bron, den haben wir ja auch schon mal geraten. Aber nein, der ist es tatsächlich nicht. Wir müssen weitermachen. Spielt deine Figur in SpongeBob Schwammkopf? Nö. Lebt deine Figur im Wasser? Nö. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Das ist jetzt die Frage, Freunde. Mami Long Legs. Es ist eine Spinne. Normalerweise müsste das Ding 8 Beine haben, aber ich muss jetzt einmal den Bildcheck machen. Okay, Leute, wir haben hier ein aktuelles Bild. Und so wie es aussieht, hat das Ding tatsächlich 6 Beine? Oder nee, eigentlich nur 4, ne?
Hinten zwei, vorne zwei. Ich würde mal sagen, dann hauen wir ein dickes Ja raus. Und die Frage ist, ob meine Figur rot ist. Wahrscheinlich. Also sie ist nicht ganz rot, aber fast, ne? Sie ist ja so pink, Leute. Ist deine Figur ein Drache? Nee. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein. Wurde deine Figur 201 vor Christus geboren? Nein. Also es kann sein, aber das weiß ich nicht. Ist deine Figur ein Dämon? Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ist deine Figur klein? Definitiv nicht, Leute. Wir wissen, dass die Hand übelst riesig war im Gegensatz zu Hagiwagi. Definitiv nicht. Hat deine Figur zwei Augen? Ja. Besitzt deine Figur Waffen? Naja, Spinnenweben, aber das sind ja eigentlich auch nicht so richtig Waffen. Ich würde mal sagen, nö. Ist deine Figur böse? Definitiv. Hat deine Figur Arme? Ja. Spielt deine Figur Tischtennis? Komm da jetzt drauf, Akinator. Guck mal, wie er da hängt. Spielt deine Figur Tischtennis? Nein. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Ja, sogar sehr lange Haare. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Hat deine Figur einen peinlichen zweiten Vornamen? Mami Long Legs. Nö. Spielt deine Figur in einem Porno mit? Was? Das hat er nicht gefragt. Ist es sein Ernst? I'm done. I'm totally done. Mami Long Legs. Ist eigentlich der perfekte Name für sowas, ne? Leute, das könnt ihr so in die Tonne treten, Alter. Nein. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Auch nicht. Laura Victoriano. Akinator? Nee. Und ich möchte auch nicht mehr fortfahren. Wir gucken mal in die Liste rein. Poppy Playtime, Mami Long Legs. Da ist sie, ne? Da. Leute, hier. Alter Schwede, bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Leute, also das war ja wohl nix. Sag ich dir ganz ehrlich, tut mir echt leid, aber das war Schmutz. Ich habe ihn überlistet. Und guck mal, wie der sich feiert hier. Der Akinator fragt, wähle die nächste Spielethematik. Und Daddy Long Legs, Leute, ist definitiv eine Figur und blau. Ich blende sie hier nochmal ein. Da könnt ihr sie sehen. Ich hoffe, das ist klar. Ist deine Figur weiblich? Nö. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Auch nicht. Der frisst eher, naja, der frisst eher Leute so, ne? Ist deine Figur älter als 30 Jahre? Oh, Daddy Long Legs ist eigentlich schon alt, ne? Also sieht auf jeden Fall alt aus. Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht. Wir wissen es nämlich tatsächlich nicht, Leute. Spricht deine Figur Deutsch? Hm, weiß ich nicht. Hat deine Figur dunkle Haare? Ich glaube, der hat gar keine Haare. Ist deine Figur böse? Ja, ich würde sagen schon. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nö, definitiv nicht. Ist deine Figur blau? Ja. Ich würde sagen schon. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ich wette, er geht auf Hagiwagi safe, Leute. Ja. Trägt deine Figur Schuhe? Ich würde mal sagen, ja. Hat deine Figur rote Augen? Ah, Daddy Long Legs. Hat der rote Augen? Da müssen wir jetzt einmal nachschauen, Leute. Wir geben mal kurz ein. Ah ja, Daddy Long Legs, Leute. Perfekt. Da hätte ich vielleicht nochmal Poppy Playtime mit dran schreiben sollen. So, und dann kann man es jetzt auf jeden Fall sehen. Und es sieht so aus, als würde Daddy Long Legs Schuhe tragen. Ja, wir haben hier so verschiedene Bilder auf jeden Fall. Da auch nochmal. Ja gut, Leute. Ah, Leute, warum denn Schuhe eigentlich? Wollt doch auf die Augen gucken. Aber ich habe da keine roten Augen gesehen, nur grün und gelb und so. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ich weiß nicht. Trägt deine Figur eine Hose? Nö. Oh, weiß er schon wen? Weiß er schon was? Leute, es dauert hier ziemlich lange gerade. Ah, liebt deine Figur einen Mann? Nö. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Boah, ich würde sagen, prinzipiell ja. Ist deine Figur eine Spinne? Ja, theoretisch halt schon, Leute. Ich denke an Daddy Long Legs. Oh mein Gott. Alter, als ob der das direkt rausgefunden hat, der kleine Dulli. Junge, wie crazy ist denn das? Respekt auf jeden Fall. Er feiert sich richtig, Leute. Er sagt, ich bin der Babbo. Aber ob du wirklich der Babbo bist, das werden wir jetzt herausfinden. Denn wir versuchen jetzt einmal nochmal herauszufinden,
ob Cartoon Cat am Start ist. Wir könnten auch noch ein Bild zu Daddy Long Legs hinzufügen. Okay, Leute, gebt mir einen kleinen Moment. Ich kann leider kein Bild hinzufügen, allerdings können wir den Namen und die aktuelle Beschreibung nochmal anpassen. Wir gehen dann mal rein. Daddy Long Legs, also es wäre mir lieber, wenn das groß geschrieben ist, Leute. So Begriffe müssen immer groß geschrieben werden, ne? Das ist ein deutsches Rechtschreibungsgesetz. So, und hier steht das aktuelle Beschreibung Mami Long Legs drin. Ich würde eher sagen, Vaterfigur aus Poppy Playtime. Erkläre, weshalb du den Namen der Figur ändern möchtest, weil der Verfasser anscheinend maximal 6 Jahre alt gewesen ist und die Beschreibung nicht dem Charakter entspricht. Oh, verdammt. Perfekt. Das schicken wir so ab. Hey! Es ist aktuell eine Umbenennung dieser Figur in Prüfung. Irgendjemand hat das da umbenannt. Ja, tolle Wurst. Er braucht ja gar nichts mehr machen. Dann lassen wir es halt einfach. So, weiter. Jetzt wollen wir Cartoon Cat finden. Und hierfür wissen wir auf jeden Fall, es ist eine Katze, ne, und die ist schwarz, Leute. Sie trägt definitiv keine Schuhe, wie man sehen kann. Läuft deine Figur auf 2 Beinen? Ja. Ist deine Figur aus Metall? Nein. Ist deine Figur böse? Ja. Hat deine Figur ein Fell? Boah, ich würde sagen, ja. Macht deine Figur Nerf-Videos? Nein. Besteht deine Figur aus Glas? Auch nicht. Ist deine Figur als Tänzer bekannt? Also, ich kenne Cartoon Cat schon so ein bisschen als Tänzer sozusagen, weil der immer in den Videos so richtig den Akrobaten macht. Aber ich glaube nicht. Ist deine Figur blau? Nein, Huggy-Wuggy ist gestrichen. Hat deine Figur etwas mit Leverkusen zu tun? Nö. Ist deine Figur bei Pete's Meat? Boah, nee. Stammt deine Figur aus einer Oper? Nö. Ist deine Figur weiblich? Boah, Candy Cat? Nee, Cartoon Cat, genau. Cartoon Cat? Boah, ich glaub nicht. Hat deine Figur schwarzes Fell? Ja. Spielt deine Figur bei Alles, was zählt mit? Was ist das denn? Was ist denn Alles, was zählt? Ist das nicht irgendeine Sendung auf RTL oder so? Nein! Ist deine Figur ein Tier? Definitiv. Ist deine Figur aus einem Musical? Wir haben ein schwarzes Tier, was auf 2 Beinen läuft. Und der fragt mich, ob das aus dem Musical ist. An wen denkt er denn? Nein! Hat deine Figur etwas mit einem König zu tun? Nö. Ist deine Figur eine Katze? Boah, jetzt wird's so obvious, Leute. Ja! Ist deine Figur älter als 70 Jahre? Nee, also ich glaube Candy Cat ist noch, also nee. Ist deine Figur ein Monster? Definitiv. Hat deine Figur etwas mit Cartoons zu tun? Ja. Er denkt an Cartoon Cat und das ist richtig, Leute. Ich würde sagen, da hat er auch wieder gewonnen. Heute ist der Akinator definitiv gut drauf. Die Figur wurde schon 6843 Mal gespielt. Das letzte Mal gestern Abend. Also ich nehme das Video am 24.05. auf. Interessant auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Random Shit. Ich werde jetzt Random Shit beantworten. Wir lassen uns mal überraschen. Trägt deine Figur Schuhe? Jo. Wir beantworten alles mit Ja. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Jo. Ist deine Figur eine Frau? Jo. Meine Figur kommt aus Brawl Stars. Ja, okay, wir machen so 3-mal Ja und 1-mal Nein. Nein. Wurde deine Figur ermordet? Ja. Horrorspiel? Ja. Nintendo? Ja. Zoe und Raven? Nein. Auf 4 Beinen? Ja. Nachrichtensendung? Ja. Doctor Who? Ja. Ist deine Figur römisch? Nein. Spielt oder spielt deine Figur bei SF Lotte? Ja. Ist deine Figur römisch? Jetzt, na ja. Arbeitet deine Figur in ganz Europa? Von mir aus. Hat deine Figur einen Twitter-Account? Nein. Ist deine Figur ein dämonisches Wesen? Vampir, Werwolf oder Geist? Ja. In Leipzig gelebt? Ja. Livestreams? Ja. Ist deine Figur römisch? Nein. Arbeitet deine Figur für das ZDF? Ja. Ist deine Figur bereits tot? Okay. Hat deine Figur ein Geweih? Ja. Hat deine Figur braune, lange Haare? Nö. Ist deine Figur klein? Ja. Super Mentor? Junge, was ist das denn? Digga, guck dir mal den Typen an. Ey, was ist denn das für einer? Warte mal ganz kurz. Okay, Leute, was zur Hölle ist das denn für einer? Den kenne ich gar nicht. Ah ja. Also ich kann euch tatsächlich nicht sagen, von wo der kommt, aber es ist anscheinend irgendwie
Eine Art Superheld. Also Leute, das Ding ist ja wohl die absolute Vollkatastrophe. Guckt ihr mal den Typen an mit seinem Bauch da und so. Ey, das Bild ist maximal schlecht, ne? Wir wollen uns um eine Figur kümmern. Naja, ich würde sagen, der Trainee ist eine Figur und kein Tier definitiv. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Na, ich würde mal sagen, das weiß ich nicht. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja, Leute, natürlich. Klar, nein. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Das weiß ich nicht. Ist deine Figur böse? Definitiv, Leute, der Train Eater isst alles auf. Ich würde mal sagen, ja. Hat deine Figur Kleidung an? Das hast du doch gerade schon gefragt, du Trottel. Nein. Kommt deine Figur in Dark Souls 3 vor? Mhm. Ist deine Figur weiblich? Auch das hast du eben doch schon gefragt, du. Verdammter Dulli, nein! Ist deine Figur blau? Denkt der jetzt an Huggy Wuggy, der Blödi? Ich würde sagen, nein. Kommt deine Figur aus Kanada? Das weiß ich doch nicht. Hat deine Figur zwei Augen? Ja, theoretisch hat der Train Eater ganz schön viele Augen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hat er das. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Boah, das ist auch schwierig. Also ich glaube, der Akinator wird es sehr, sehr schwer haben, hier auf den richtigen Nenner zu kommen. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir es heute packen. Tierisches Aussehen. Ich würde mal sagen, ja, also, ja, also... Sieht halt aus wie ein Zug, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur Forscher? Nee, definitiv nicht, würde ich sagen, Leute. Lebt deine Figur im Wald? Ich würde sagen, er lebt eher in einem Tunnel, ne? So in der U-Bahn. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht. Hat deine Figur etwas mit Wölfen zu tun? Nö. Hat deine Figur Chemie studiert? Hat der Train Eater Chemie studiert, Leute? Nee. Hat deine Figur weiße Haut? Ich weiß, das ist der Bridgeworm, also der Brückenwurm. Der hat irgendwie so eine weiße Haut. Ich würde sagen, nö. Spielt deine Figur bei Bibi und Tina mit? Bibi und Tina? Sag mal, Akinator, du bist ja komplett auf der falschen Fährte. Nein! Nein, habe ich gesagt. Fährt deine Figur auf Taxi? Ob der Train Eater auf Taxi fährt? Das stelle ich mir lustig vor, Leute. Stell's dir mal vor! Digga, Train Eater in einem Taxi, Mann. Safe nicht. Hat deine Figur Schlitzaugen? Mm-mm. Spielt deine Figur Baseball? Boah, der Trainee auf dem Baseballfeld, Mann, das ist genauso dumm. Nein! Ist deine Figur grün? Auch nicht. Ist deine Figur eine Katze? Nö. Hat deine Figur ein Kuscheltier? Nö. Oha! Er denkt an Siren Head, an die Horrorfigur. Boah, Leute... Das ist ja höchst interessant, dass er hier jetzt an den Siren Head denkt. Ich würde mal sagen, nee, Mann, das ist er definitiv nicht. Aber du bist auf dem richtigen Weg, würde ich mal behaupten. Es ist aber interessant, dass der Siren Head hier drin ist. Ich hatte gar nicht an den gedacht, aber den hätten wir tatsächlich mal versuchen können zu finden. Wir fahren fort. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ich würde sagen, wahrscheinlich. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Joa. Ist deine Figur jünger als 30 Jahre? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur ein Fell? Nein. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Nein. Kann deine Figur fliegen? Ich glaube, der Train Eater kann definitiv nicht fliegen, Leute. Nö. Hat deine Figur einen Daumen? Nee. Ist deine Figur unter anderem für ihre große Klappe bekannt? Das ist jetzt eine Frage, Leute. Ist deine Figur unter anderem für ihre große Klappe bekannt? Das könnte jetzt natürlich der Mund sein, ne? So. Oder hat die Figur einfach eine große Fresse sozusagen und immer so. Ja, Walla! Ja, Bila, was? Walla, komm! Walla, ich mach! Weißt du, wie ich mein? Ich würde sagen, wir lassen das gelten als vielleicht großes Maul, so großer Schlund. Also sagen wir mal ja. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nee. Hat deine Figur etwas mit Dinosauriern zu tun? Nein. Ist deine Figur Single? Leute, ob der Train Eater Single ist? Also ehrlich, was soll denn, mit wem soll sich der Train Eater... Stell dir einfach mal vor, der Train Eater findet eine Frau. Oh Mann, nein. Ist deine Figur sehr klein? Nein. Ist deine Figur weiblich? Das hast du schon gefragt, du Dulli. Guck mal, wie er da hängt, ne? Er macht diesen hier. Ja, easy. Ich sag dir, ich knack den heute. Nö. Ist deine Figur älter als 23? Weiß ich nicht. Kommt deine Figur aus Griechenland? Auch das weiß ich nicht. Spielt deine Figur auch Minecraft? Nee.
Macht deine Figur Pranks? Ich glaube, der Trainer macht keine Pranks, der nimmt eher Leben. Hat deine Figur etwas mit Hamburg zu tun? Hamburg, meine Perle. Leute, ich wohne etwas über Hamburg. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Deswegen sagt ihr jetzt besser nichts Böses über Hamburg. Außer, dass sie den Aufstieg mal wieder verkackt haben. Was soll man dazu sagen? Nö. Wohnt deine Figur in Sachsen? Auch nicht. Hat deine Figur Beine? Nein. Ist deine Figur weiß? Nö. Oh. Beschäftigt sich deine Figur mit Philosophie? Möglicherweise mit der Philosophie, Züge zu essen. Na, ich weiß nicht. Kommt deine Figur aus Spanien? Nö. Kann deine Figur schweben? Auch nicht. Trägt deine Figur Handschuhe? Nein. Er denkt an SCP-002. Uff! Leute, wir sind hier jetzt mal bei Google unterwegs und gucken uns mal SCPs an. SCP-002 sieht eher so aus. Und ich muss sagen, der Train Eater ist ja schon, also es ist ja ein SCP sozusagen. Ich weiß aber gar nicht, was für einer. Da seid ihr die Experten, Leute. Schreibt es mal gerne rein, was für ein SCP der Train Eater ist. Aber das sieht schon mal sehr interessant aus, wenn wir uns das jetzt hier mal reinziehen. Uff, ganz schön eklig, Alter. Was ist das denn? Okay. Also, Bruder, du warst nah dran an den SCPs, aber der ist es definitiv nicht. Wir können dem jetzt noch einen Versuch geben. Wir probieren es einfach nochmal. Ist deine Figur ein Roboter? Ich würde sagen... Warte. Wir gucken jetzt nochmal bei Google rein. SCP Train Eater. Also, sieht mir eher nicht so aus wie eine Maschine, oder? Also, definitiv nicht. Vom Ding her kann man sagen, ich denke wahrscheinlich nicht. Macht deine Figur Karate? Nein. Ist deine Figur kleiner als du? Definitiv nicht. Ist deine Figur männlich? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nö, der isst die nämlich zum Frühstück. Lebt deine Figur momentan in Europa? Nö. Hat deine Figur rote Haare? Auch nicht. Das weiß ich. Nee. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Ja. Ist deine Figur ein übernatürliches Wesen? Oh, das ist jetzt die Frage, Leute. Unter übernatürliche Wesen verstehe ich immer so Geister, Djinns und so, ne? Wie bei Phasmophobia oder so. So ein SCP müsste eigentlich auch ein übernatürliches Wesen sein. Ich sag mal einfach ja. War deine Figur schon mal auf einem anderen Planeten? Nö. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Nö. Spielt deine Figur Mario Odyssey? Nö. Ist deine Figur mit Simon Unge verwandt? Unge oder der Train Eater? Also, die sehen sich ja ziemlich ähnlich, oder was? Spaß, Leute. Also, ich denke definitiv nicht. Aber hier jetzt nochmal die Frage, hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Auch nicht. Kann deine Figur sprechen? Boah, das weiß ich tatsächlich nicht. Ist deine Figur Beatboxer? Ey, Train Eater, leg mal ein Beat auf. Train Eater. Train Eater. Machen wir es lieber nicht. Hat deine Figur ein schlechtes Image? Jo, ich würde sagen schon. Kann deine Figur in der Luft schweben? Nein. Hat deine Figur etwas mit Technologie zu tun? Oh, ich würde sagen schon. Der Train Eater ist ein Experiment. Lebt deine Figur in Amerika? Auch das weiß ich nicht. Sieht man das Gesicht deiner Figur? Ja. Er denkt an The Blob, Leute. Aus Five Nights at Freddy's Security Breach. Ich habe doch angekreuzt, dass er das nicht ist. Ey, ganz ehrlich, nein. Und an wen denkst du, fragt er jetzt. Ich würde sagen, ich denke an den Train Eater Zugfresser. Jetzt gucken wir mal. Der Seed Eater ist hier. Wir haben den Time Eater. Und den Train Eater, menschenessender Zug. Das wurde ein bisschen falsch geschrieben. Ich würde halt sagen, Leute, das ist ein bisschen falsch geschrieben. Deswegen machen wir meine Figur ist nicht in der Liste. Wir werden jetzt diese Figur hier hinzufügen. Train Eater, Zugfresser. In der Beschreibung füge ich ein, dieses Wesen isst Züge zum Frühstück. Bravo, Sie haben mir eine Falle gestellt. Okay, Leute, also wir haben den Train Eater jetzt erfolgreich hinzugefügt, aber leider wusste der Akinator noch über 100 Fragen nicht, wer das ist. Was für eine Flachpfeife eigentlich auch, ne? Ich weiß ja, dass du eine Menge weißt, aber ob du den Akinator kennst, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Ich würde jetzt erstmal was Leichtes nehmen, Leute. Und zwar Yellow von Rainbow Friends. Okay, okay, okay. Dann fangen wir mal an, Brudi. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Also wir reden von Yellow, von der Ente von Rainbow Friends. Und die trägt keine Kleidung. Lebt deine Figur in Deutschland? Ich glaube nicht. Eher im Regenbogenland, oder? Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Also, ich wünschte es mir ja, nein. Trägt deine Figur Schuhe? Nö. Ist deine Figur böse? Wir haben von Yellow mal eine richtig krasse Story auf dem Reaction-Kanal gesehen, Leute. Team Denome. Gerne mal auschecken, falls ihr ihn noch nicht kennt. Da kommen 2 Videos jeden Tag und hat auch schon 25.000 Abonnenten. Da ist die Figur böse. Ist meine Figur blau? Nö. Hat deine Figur Haustiere? Eine Ente mit Haustieren? Nee. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Hat deine Figur etwas mit Regenbogen zu tun? Das ist tatsächlich meine Frage gewesen, Leute. Die Frage habe ich in Akinator Deutschland reingepackt. Falls ihr mir das nicht glaubt, ich glaube in irgendeinem Akinator-Video von mir, also von vor 4 Wochen oder so, da habe ich diese Frage mit eingefügt. Und da nehmen wir natürlich ja. Gehst du mit deiner Figur oft raus? Digga, ich mit einer Ente oder was? Nee. Hat deine Figur eine Tätowierung? Die Ente ist doch nicht im Knast. Wohnt deine Figur auf dem amerikanischen Kontinent? Nö. Kämpft deine Figur? Boah, das ist eine schwierige Frage, Leute. Also, laut dem Geschichtsvideo von Yellow, also auf meinem Zweitkanal, kämpft die Figur schon. Ist deine Figur orange? Nö. Hat deine Figur eine lila Hautfarbe? Nö. Trägt deine Figur Abayas? Bruder, was ist denn Abayas? Alter, was? Das ist Abayas? Nein, ich würde mal sagen, nicht. Sieht ganz nett aus an einigen Frauen, aber nö. Ist deine Figur Red Bull Rampage-Gewinner? Nein. Sieht man deine Figur in Miraculous? Sagt mir tatsächlich nichts, Leute. Falls ihr wisst, was es ist, schreibt mal gerne rein in die Kommentare, was Miraculous ist. Nö. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Grün zu tun? Nö. Ist deine Figur gelb? Ja. Kommt deine Figur aus Roblox? Ja. Hat deine Figur einen Schnabel? Ja. Er denkt an Rainbow Friend Yellow. Ist okay, Mann, ist okay. Akinator, nice, nice, nice. Das war ja aber auch noch relativ easy. Jetzt, Leute, werden wir den Schwierigkeitsgrad einmal erhöhen. Da ich ja letztes Mal so viel Mario gespielt habe, wäre es doch ziemlich cool, mal Luigi zu finden. Okay, okay. Akinator, bist du bereit? Ist deine Figur weiblich? Nö. Kommt deine Figur aus Österreich oder Deutschland? Soweit ich das sagen kann, kommt die Figur ja irgendwo aus Asien oder so. Aber die lebt ja da gar nicht. Also Nintendo ist ja der Ersteller. Nö. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nö. Trägt deine Figur Schuhe? Ja. Ist deine Figur japanisch? Ja. Spielt deine Figur in Naruto Shippuden mit? Ich dachte schon, Leute, der wäre so schnell. Nein, 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 nein. Hat deine Figur dunkle Haare? Boah, was hat Luigi nochmal für eine Haarfarbe? Ich glaube ja. Ich glaube, der hat schwarze Haare, ne? Ja. Ist deine Figur der Hauptheld des Werks, in dem sie vorkommt? Nö. Ist deine Figur in einem Anime zu sehen? Nö. Stammt deine Figur aus der GTA-Reihe? Nein, Akinator, völlig falsch. Hat deine Figur blaue Haut? An wen denkt der? Blaue Haut, schwarze Haare? Nee. Hat deine Figur 5 Buchstaben im Namen? Oh nein, ja. Ja, benutzt deine Figur einen Bogen? Ja, manchmal, also Luigi hat in meinem Spiel, was ich letztens gezockt habe, also das Mario Sparks and Hopes und so, da hat er auf jeden Fall einen Bogen gehabt. Stammt deine Figur aus einem Blizzard-Spiel? Nö. Ist deine Figur ein Gott oder eine Göttin? Nein. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Nö. Spielt deine Figur Handball? Nee. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Oder ab zu Frage 20 ist der wirklich krass unterwegs, ja. Hat deine Figur einen Schulabschluss? Woher soll ich denn wissen, was Luigi für einen Schulabschluss hat, Mann? Nein! Naja, eigentlich müssten wir zurückgehen und sagen, ich weiß nicht, aber naja, gut. Hat deine Figur etwas mit Dunkin' Donuts zu tun? Oh, ich hätte jetzt so Lust auf einen Donut, Leute. Hashtag Donut in die Kommentare. Wenn jetzt so ein richtig geiler Donut mit Schokoglasur. Oh, den würde ich mir jetzt echt gerne ziehen. Nee. Ist deine Figur Sozialdemokrat? Weiter. Hat deine Figur etwas mit The Legend of Zelda zu tun? Nö. Also ich weiß, einige von euch sagen, es heißt Zelda. Oder Zelda. Ich sag Zelda, Digga. Das ist so ein Kindheitsding von mir. Mein großer Bruder und ich haben immer gesagt Zelda. Nur, dass wir uns da
ne, ganz kurz mal einig sind. Trägt deine Figur rote Kleidung? Nö. Ist deine Figur grün? Naja, also sie ist nicht grün, aber ich würde sagen, ja, schon. Ja, alles klar, Mann. Er weiß direkt, was ich meine. Er hat den Luigi rausgeholt. Ist okay, Digga, der Bruder von Mario. Nice one. Ist in Ordnung. Der wurde 93.000 Mal gespielt. Na, das ist schon echt viel, muss ich sagen. Wir machen mal weiter. Als nächstes, bevor wir zu Alphabet Lore kommen, würde ich gerne mal wissen, wie viele Leute mittlerweile schon nach mir gesucht haben in Akinator. Wir wissen ja, dass ich da drin bin. Ja, es ist natürlich immer interessant zu sehen, wie viele Leute da, ne, und welches Bild jetzt mittlerweile drin ist und so. Deswegen würde ich sagen, suchen wir mal nach mir. Träg deine Figur Kleidung. Also manchmal schon. Vor der Kamera auf jeden Fall. Ja. Ist deine Figur weiblich? Leute, mein weiblicher Bart. Ist deine Figur böse? Auch nicht. Trägt deine Figur eine Waffe? Also das habe ich noch, bis ich YouTube gemacht habe. Ich war ja Polizist vorher, Leute. Da habe ich eine Waffe getragen, aber jetzt nicht. Nee. Trägt deine Figur einen Schnurrbart? Leute, also ich habe ja keinen Schnurrbart, oder? Weißt du, wie ich meine? So, also wahrscheinlich nicht. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja. Wohnt deine Figur in Deutschland? Yes. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Nö. Spielt deine Figur GTA 5? Nö. Spielt deine Figur Roblox? Jo. Ist deine Figur jünger als 10 Jahre? Nein. Hat deine Figur dich als Baby gekannt? Was? Welche Figur kennt denn jemanden als Baby? Nein. Hat deine Figur etwas mit Chemie zu tun? Hey, siehst du das? Die Chemie zwischen uns beiden. Du abonnierst, ich mach Videos. Nein, natürlich nicht. Ist deine Figur blau angezogen? Also jetzt gerade grau. Nö. Kann man deine Figur auf Pro7 sehen? Boah, das wäre nice, ne? Aber nein. Hat deine Figur blondes Haar? Leute, guck. Ich würde sagen fast, oder? Fast nein. Hat deine Figur einen schwarzen Bart? Ja. Lebt deine Figur noch bei ihrer Mama? Also da ist jetzt wieder von einer Frau die Rede. Ich würde sagen, nö. Hat deine Figur 4 Buchstaben im Namen? Macht deine Figur Horrorvideos? Jetzt kommt er näher, ja. Hat deine Figur schwarze Haut? Wollen wir das mal testen? Oh, wow, was habe ich hier gemacht? Oh, schnell wieder weg. Also, nee, ich würde sagen, nein. Hat der Name deiner Figur 3 Buchstaben? Nö. Stammt deine Figur aus einer königlichen Familie? Nö. Ist deine Figur Lehrer von Beruf? Nein, dann... Yo. Digga, wie? Holy Mamoli. Okay, Leute, also wir wissen ja auch, dass er mich kennt. Mal gucken, wie viele Leute nach mir gesucht haben. Überlegt mal, Luigi ist wirklich, wirklich weltweit sehr bekannt, okay? Und ich, Digga, eher nicht so. Also ist jetzt mein Ernst, ne? So, und jetzt gucken wir mal, wie viele Leute mich im Akinator gesucht haben. 12.662 Mal. Und ich weiß nicht, wie lange es den Akinator schon gibt, aber ich bin wirklich sehr stolz auf dieses Ergebnis, Freunde. Und würde sagen, Akinator, das war ja jetzt... mega easy. Jetzt will ich von dir wissen, ob du Alphabet Lore schon kennst. Let's go. Ach so, und bevor ich's vergesse, ich füge noch mal eine Frage hinzu. Ist deine Figur durch Poppy Playtime berühmt geworden? Fragezeichen. Diese Frage müssen wir jetzt auf jeden Fall hinzufügen. Hier, für Denome heißt es ja, für Denoman heißt es nein. Und Hamid Loco auch nicht und Danny Jesten auch nicht und alle anderen auch nicht. So, ne? Ich würde sagen, wahrscheinlich bei Tjulfa sogar noch. Also Tjulfa könnte man theoretisch sagen, auch wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, dass der auch, ja, also der war... Guck mal, das Ding ist, bei Tjulfa, muss man auch mal ganz klar sagen, Leute, der ist schon echt lange im YouTube-Game. Deswegen, also, ich würde nicht sagen straight ja, aber er hat auf jeden Fall mega viel Hype in, also durch Poppy Playtime bekommen. Und ich würde sogar sagen, dass er nach Poppy Playtime die meisten Klicks seines Lebens hatte in einem Monat. Also von daher, wahrscheinlich ist das schon in Ordnung und bei mir ist es natürlich ein ganz klares Ding. So, ich habe eine neue Frage hinzugefügt, aber jetzt geht's wirklich zu Alphabet Lore. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nö. Trägt deine Figur Schuhe? Nö. Steht deine Figur auf 2 Beinen? Also streng genommen, sind die Alphabet-Lore-Charaktere auf 2 Beinen? Würde jetzt erstmal nur sagen, wahrscheinlich. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Boah, ich würde eher sagen, nö. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Ah, Alphabet-Lore, Leute. Das wird wirklich schwer. Das wird wirklich, wirklich schwer. Gerade auch F. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ist deine Figur böse? Naja, Alphabet Lore, also die meisten, also die
die Buchstaben aus dem Alphabet sind ja eigentlich nicht böse. Ne? Ich würde erstmal sagen, nö. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Streng genommen auch nicht. Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Ja, doch, kann man sagen. Hat deine Figur ein Fell? Nein. Lebt deine Figur im Wasser? Nein. Ist deine Figur klein? Ich würde mal sagen, also Z ist riesengroß. Das ist ja die Welt so von Alphabet Lore. Aber, ja, alles in allem, ey, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich, ne? Alle anderen sind klein so. Trägt deine Figur Kleidung? Nö. Ist deine Figur ein Tier? Nö. Mag deine Figur Käse? Nö. Ist deine Figur ein Musikproduzent? Nö. Ist deine Figur durchs Kino bekannt? Nö. Ist deine Figur braun? Nein. Ich weiß nicht. Liebt deine Figur Lichterketten? Nö. Hat deine Figur im Januar Geburtstag? Nö. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Hat er ja schon mal am Anfang gefragt. Wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Nö. Hat deine Figur zwei Augen? Ja, das ist eine coole Frage, Leute. Denn die kann man präzise beantworten. Ich glaube, die meisten Alphabet-Lore-Charaktere haben zwei Augen. Deswegen kann man sagen, ja. Hat deine Figur etwas mit einer Eisenbahn zu tun? Nö. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Wahrscheinlich nicht. Die Zahnfee. Akinator, ist das dein Ernst? Ich sag mal nö. Wir fahren fort. Obwohl, ja doch, einmal machen wir. Wir geben ihm immer noch mal einen zweiten Versuch. Er kann sich ja immer noch mal richtig krass täuschen. Das ist ja möglich. Ist deine Figur männlich? Nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur Engelsflügel? Jetzt fragt er ja wirklich noch so die Zahnfee aus. Nee. Ist deine Figur ein Pokémon? Nö. Ist deine Figur in End-City zu finden? Nö. Ist deine Figur kleiner als du? Ja. Kommt deine Figur in einem Buch vor? Nö. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Spielzeug? Nö. Ist deine Figur ein Elektro-Pokémon? Nein. Kommt deine Figur aus Spanien? Auch nicht. Hat deine Figur Flügel? Nein. Hat deine Figur Beine? Nein. Ist deine Figur ein Roboter? Weiß ich nicht. Hat deine Figur dunkle Haare? Nein. Ist deine Figur älter als 100 Jahre? Das war gerade ein Reim, Leute. Nein. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Ist deine Figur blau? Nö. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nö. Stammt deine Figur aus dem Internet? Ja, aber das kann jeder sein. Hat deine Figur ein Gesicht? Boah, kann man so sagen, ja. Bongo Cat? Bongo Cat? Was ist denn Bongo Cat, Leute? Hä? Nein, also Akinator, nee. An wen denkst du? Wir gucken mal, ob er das überhaupt hier drin hat. Wir haben hier Wise Mystical Tree, RGE Hydropi, Promi Flash. Nee, meine Figur ist nicht in der Liste. Alphabet Lore. Alphabete. So, das schicken wir ab und gucken mal. Letter A, weiß ich doch nicht, steht hier sogar. Alphabet Lore. Weiß ich doch nicht. Ja, also wir haben jetzt hier quasi jeden Buchstaben aus Alphabet Lore. Ich würde das tatsächlich, also das ist halt das Problem auch, ich würde mal sagen, ein Großteil meiner Community ist aktiv in Akinator. Ich würde da jetzt halt wirklich nur einmal Gesamtalphabet Lore machen und nicht so die verschiedenen Buchstaben und so, ne? Ich würde jetzt mal einfach behaupten, so das taucht mehrmals in der Liste auf. Letter A. Ja, ich würde sagen, hier Alphabet Lore. Was haben wir hier noch so? Da auch nochmal. Und ja, so, das passt. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Akinator, dann musst du aber auf jeden Fall mal lernen, wie man die richtigen Fragen stellt, um auf Alphabet Lore zu kommen, okay? Ich frage ihn als allererstes, ob er mittlerweile auf unter 20 Fragen, sagen wir mal unter 15 Fragen, Huggy Wuggy kennt. Wir müssen dazu auswählen, was wir halt haben wollen. Und Huggy Wuggy ist kein Tier, es ist eine Figur. Tiere sind wirklich nur so Löwe, Tiger und so weiter und so fort. Wir gehen also als Figur rein. Ich guck mal. Ist deine Figur männlich? Huggy Wuggy ist männlich. Wohnt deine Figur in Deutschland? Das glaube ich eher nicht. Also nein. Huggy Wuggy wohnt in der Playtime Factory. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nö. Jetzt weißt du auf jeden Fall schon, das wird irgendwie so eine Spielefigur sein. Hat deine Figur dunkle Haare? Nein. Ist deine Figur böse? Ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Jetzt grenzt er das schon extrem gut ein. Ja. Ist deine Figur blau? Wow, Alter, das ist die siebte Frage. Ja. Spielt deine Figur eine Arztrolle? Wer ist deine blaue Figur und spielt eine Arztrolle?
Leute, kennt ihr einen? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wen ihr da kennt. Also Hashtag Arzt und dann einfach die Figur, die euch einfällt. Mir fällt keine ein. Sag mal nein. Trägt deine Figur etwas auf dem Kopf wie Mütze, Hut oder Krone? Nö. Trägt deine Figur Schuhe? Nein, Hagiwagi hat keine Schuhe. Ist deine Figur blauhaarig? Ja, das, also ich hatte gesagt, dass sie blau ist, ne? Aber blauhaarig hat er noch nicht gefragt. Ja, wir sind bei der 11. Frage schon und der Akinator schwächelt, Leute. Super interessant. So, also machen wir mal ja. Hat deine Figur gelb-schwarze Streifen? Gelb-schwarze? Nö. Hat deine Figur blaues Fell? Hat nach blauhaarig gefragt. Jetzt fragt er nach blauem Fell. Ja. Und er denkt an Hagiwagi. Akinator, Brudi. Also wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht, dass er das so schnell erfahren hat. Okay. 13. Frage, ich sag mal, ist in Ordnung, Brudi, wurde auch schon 98.000 Mal gespielt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie oft ich mittlerweile im Akinator gespielt worden bin, Freunde. Also 98.000 Mal ein Hagiwagi gesucht, ist schon echt ordentlich. Ich habe halt am 28.02. ein Akinator-Video gemacht, wie man hier sehen kann. Da habe ich Mami Long Legs gesucht, das hat 240.000 Aufrufe. Und wir haben auch Hagiwagi einmal gesucht hier unten, das hat auch schon 216.000 Aufrufe. Und natürlich auch viele andere Videos vom Akinator, die hier gut gelaufen sind. Ergo kann ich mir natürlich auch denken, warum das hier so oft gespielt worden ist. Ich habe das, also ich bin ein, ich sag mal, ich bin ein Content Creator zu Akinator, einer, der das regelmäßig macht. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was ich habe. Und dann würde ich natürlich gerne nochmal Paluten suchen. Also uns beide werde ich jetzt erstmal in den Ring werfen. Und ich würde sagen, wir fangen mit Paluten an. Stimmt's? Es geht jetzt natürlich wieder um eine Figur. Boxibo machen wir ganz am Ende, die vergessen wir nicht. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken, also Akinator auch ein bisschen warm machen, ne? Weil Boxibo ist ein Special-Charakter. Müssen wir erstmal gucken, ob er den überhaupt findet. So, läuft deine Figur auf zwei Beinen? Ja. Paluten hat, glaube ich, sogar zwei Beine, okay. Ist deine Figur blau? Nö. Trägt deine Figur Schuhe? Ich glaube schon, dass Paluten Schuhe trägt, wenn er rausgeht. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja. Ist deine Figur berühmt? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Also so wie ich manchmal Paluten höre, glaube ich eher Norddeutsch. Ne? Ist das das Gleiche? Ja, Leute, ich bin ja auch aus Norddeutschland. Na klar. Also, wenn wir so schnacken können, ne, das ist ja wohl ganz klar Deutsch. Ist deine Figur weiblich? Nö. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Jetzt ist er in der YouTube-Nische. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ja. Sagt deine Figur bei YouTube am Anfang, hallo, mein Name ist Luca? Nein. Hat deine Figur ein Hausschwein namens Edgar? Ja. Wurde deine Figur durch Instagram bekannt? Weiß ich nicht. Spielt deine Figur in New Moon mit? Boah, Digga, was ist das denn? Nee, sag einfach mal nee. Hat deine Figur etwas mit einem Elefanten zu tun? Sag mal, Paluten, Alter, hast du irgendwas mit Elefanten zu tun, Bro? Ich glaub nicht. Ist deine Figur knuffig? Also viele sagen schon, dass Paluten so ein Trottelchen ist, ne? Also es ist keine Beleidigung, sondern so ein Verpeilter manchmal auch so ein bisschen. So knuffig, glaube ich, würden viele Mädels auch sagen. Ich sage einfach mal ja. Also objektiv, Leute, objektiv gesehen, ne? Ich glaube, die Mädels, Digga, die würden mir da zustimmen. Stammt deine Figur aus Griechenland? Nö. Ist deine Figur nachts aktiv? Das weiß ich doch nicht. Hat deine Figur mehr als 4 Millionen Abonnenten? Safe. Kommt deine Figur aus England? Nein. Es ist Paluten, aka Patrick Meyer. Jetzt bin ich gespannt, wie viele haben gesucht. 305.643 Mal. Also das ist die Messlatte für wirklich absolut krass in Akinator. Wie ihr sehen könnt, dreimal so viel wie Hagiwagi. Und Leute, das Ding ist weltbekannt. So, aber Paluten ist auf jeden Fall schon mal eine gute Hausnummer. Ich würde mich zufrieden geben, wenn ich hier mindestens 30.000 Mal gespielt worden bin. Dann wäre ich voll zufrieden. Das werden wir jetzt checken und ich bin super gespannt, Leute. Okay, Akinator, vorletzte Prüfung für dich. Lass mich mal sehen, was wir hier herausfinden können. Und Boxy Boo wirst du später hoffentlich auch finden. Trägt deine Figur Schuhe. Also jetzt gerade, Leute? Eher nicht. Da steht sogar auf meiner Socke Don't. Da steht sogar Don't drauf. Also nein, nicht. Nö, kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Nein. Kann deine Figur in der Luft schweben? Hey, Cutter, lass mich schweben! Wow, bring mich runter! Oh Gott, lassen wir das mal lieber. Nee, hat deine Figur zwei Augen? Also ich glaube schon, ja. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Ja, manchmal auch auf einer Hand so, ne? Hat deine Figur ein Handy? Jawohl. Und da rufen mich echt viele Fans immer an auf meiner WhatsApp-Nummer. Leute, falls ihr die noch nicht kennt, die ist auf Instagram, aber nur für Instagram-Follower. Alle anderen werden automatisch blockiert. Sorry für die Sache. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Zeigt sich deine Figur? Ja.
Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Ich würde mal eher sagen, nö. Spielt deine Figur GTA 5? Nee. Ist deine Figur ein deutscher YouTuber? Ja. Spielt die Figur gerne Fortnite? Oh, Leute, ich hasse das Game. Nein. Spielt deine Figur Brawl Stars? Nein. Haben Fans deiner Figur einen besonderen Namen? Also eigentlich nicht. Also eigentlich sind ja alle besonders so. Jeder hat einen besonderen Namen, ne? Ja, also ich würde mal sagen, nö. Kommt deine Figur aus dem Baltikum? Weiß ich nicht. Also die wollen vielleicht auf die Herkunft oder sowas aus. Also ich sehe ja auch aus wie ein Südländer, aber weiß ich nicht, ist erstmal so, lassen wir mal so stehen. Ist deine Figur weiblich? Nö. Spielt deine Figur viel FIFA? Nein. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Nein. Hat der Name deiner Figur 3 Buchstaben? Nö. Spielt deine Figur Roblox? Ja. Ist deine Figur blau angezogen? Nö. Hat deine Figur einen schwarzen Bart? Ja. Hat deine Figur sehr lange Haare? Nein. Der dachte an Gronkh bestimmt oder so. Gehört deine Figur zu einer Gruppe? Nö. Lebt deine Figur noch bei ihrer Mama? Nein. Er denkt an Denome. Digga, nicht schlecht. So, Leute, und jetzt Trommelwirbel bitte. Ich will hier mindestens 30.000 sehen. Wobei, eigentlich kann man auch mal 100.000 gönnen, oder? Oh mein Gott, 14.206 Mal. Das ist Scam-Betrug. Aber muss ich schon sagen, da hätte ich mit ein bisschen mehr gerechnet. Also, das ist ja schon eine gewisse Ehre, ne? Also, es haben sich wirklich Leute zu mir durchgefragt. 14.000 Mal. Da muss man ja auch mal so sehen. Das ist eigentlich ganz schön viel. Aber, Leute, ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr Schlitzohr. Na gut, wir gehen weiter. Obwohl, ich werde noch mal eine Frage hinzufügen, falls ihr mich suchen wollt. Ist deine Figur durch Poppy Playtime berühmt geworden? Ja. Gut, das habe ich jetzt auf jeden Fall dazu gepackt. Also, falls das gefragt wird, tja, bin ich am Start. So, jetzt werden wir Boxy Boo finden. Und jetzt muss ich mir selber mal ein Bild ganz kurz von Boxy Boo holen. Okay, Boxy Boo. Das Ding sieht aus wie so ein Krümelmonster, nur in Rot. Sehr, sehr interessant. Wir gehen jetzt rein. Die erste Frage, ist deine Figur eigentlich weiblich? Boxy Boo sieht weiblich aus, ist aber eigentlich ein Monster. Man kann das halt schlecht sagen. Nur weil das Ding so aussieht, muss man halt nicht gleich sagen, dass es ein Mädel ist. Ich würde erstmal sagen, weiß ich nicht. Spielt oder spielt die Figur bei einem deutschen Fußballverein? Safe nicht. Ist deine Figur ein Mensch? Nö. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Steht deine Figur auf 2 Beinen? Also hier derzeit ja. Ist deine Figur blau? Nö. Hat deine Figur 2 Augen? Definitiv. Ja. Hat deine Figur grüne Haut? Nee. Ich würde eher sagen, das ist so pink-rote Haut, so magenta eher, ne? Hat deine Figur etwas mit Regenbogen zu tun? Nein. Ist deine Figur gelb? Ich würde sagen, nö. Repräsentiert deine Figur ein Tier? Gute Frage. Ich würde mal eher sagen, eine kleine Box, ne? Also nö. Trägt deine Figur Kleidung? Ja, also trägt sie Kleidung? Also die Box ist ja eigentlich keine Kleidung, Leute. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht. Trägt deine Figur immer schwarz? Nö. Kommt deine Figur aus Griechenland? Nein, warum fragst du das immer? Hat deine Figur Kleidung an? Das ist jetzt das 3. Mal. Nein. Ist deine Figur ein Roboter? Wahrscheinlich, würde ich eher sagen, Leute. Hat deine Figur eine Maske getragen? Das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nein. Besteht deine Figur aus Luft? Also, das wüsste ich, nee. Ist deine Figur älter als 73? Boxy, bist du älter als... Ja, nee, ne? Hatte deine Figur schon mal eine Glatze? Nein. Sieht deine Figur manchmal aus wie ein Monster? Ja. Manchmal sieht's aus wie ein Monster, manchmal nur wie eine Box. Also, wenn wir auf das manchmal hinaus wollen, dann ja. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nö. Er denkt an Siren Head. Ich sag mal nö. Wir fahren fort und einen Versuch geben wir ihm doch. Also Boxy Boo muss ja möglich sein. Ist deine Figur ein Hearthstone-Spieler? Nee. Hat deine Figur ein Fell? Ja. Ist deine Figur ein Mädchen? Wir sagen einfach mal ja. Ist deine Figur übergewichtig? Nein. Hat deine Figur einen Doppelvornamen? Boxy Boo? Nö. Hat deine Figur rosa Fell? Ja. Okay. Bin ich ja mal gespannt jetzt, Akinator. Akinator, Bruder. Er sagt Kissy Missy. Nein. Wir fahren noch einmal fort. Du bist zu schnell gewesen. Er guckt mich doch nicht so blöd an jetzt. Ist deine Figur mit sprechenden Tieren befreundet? Oh, nee. Ist deine Figur braun? Nein. Ist deine Figur jüdisch? Nö. Ist deine Figur kleiner als du? Ich glaube nicht. Hat deine Figur noch viele Haare am Kopf? Ja. Ist oder war deine Figur Nationalspieler? Nein. Hat deine Figur schwarzes Fell? Nein. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Pink zu tun? Ja. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Wen denkt er denn? Boxy? Boxy Boo hat eigentlich 7 Buchstaben und 2 Wörter so, aber Boxy hätte jetzt nur 4 Buchstaben. Ich sag mal einfach nein. Kann deine Figur reden? Nee. Ist die Figur blond? Nee. Hat deine Figur einen großen Mund? Oh, ja. Ist deine Figur eine Frau? Wir sagen mal ja.
ist deine Figur riesig? Ja. Er denkt an Kissy Missy, dieses Mal aber eine andere. Wir sagen nein und wir fahren dieses Mal nicht fort, denn er hat verloren. An wen denkst du? Ich gebe Boxy Boo ein und schicke das Ding ab. Boxy Boo, rote Kreatur in einer Box aus Poppy Playtime. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Also der Akinator weiß, wer das ist. Wir müssen nur dahin kommen. Boah, Leute, der Akinator ist jetzt in Rente. Es ist erstmal vorbei. Das Video ist durch. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Lasst ein Like da. Dickes Küsschen. Deno out.